So, und damit hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Es geht weiter mit unserer Karriere mit den Eispiraten Grimmitschau. Wir liegen 2:1 in der Serie leider hinten gegen die Kassel Huskies. Haben das letzte Spiel wirklich ein Stück weit hergegeben am Ende. Erstmal auf die Topscore, Winnie Saponari dahinter, Ladislav Sigmund, Sky zu Balance and Walsh, Kanaya, Verbeek, Kaninen und Kreuzer. Selb ist einfach im Finale. Was ein Traum von den selber Wölfen. Also dafür erstmal Respekt. Schwarz macht das 1-0. Balancing trifft zum Ausgleich. Es ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass wir das Spiel zu Hause ziehen, dass einfach besser wird. Also, dass wir einfach den Anschluss nicht verlieren. Faser, weil sonst hat Kassel zu Hause einen Matchball und das wollen wir nicht. Faser, wichtiges 2-1, aber Saigo macht das 2-2. Und jetzt geht's erstmal weiter rein. Torreiches erstes Drittel. Und weiter geht's. 10 Minuten rum, nicht viel passiert. Nur eine Powerplay-Situation für die Kasseler, die sie nicht nutzen. Enges Spiel und Saigo macht. Und Büsing 3-3. Ganz, ganz stark. Ganz, ganz wichtig von Justin Büsing. Und Kanaya. Wichtig. 4-3 Führung jetzt für uns. Und ihr merkt, ich bin voller Euphorie, weil das wäre ein Traum, wenn die Eispiraten im Finale stehen. Dominic Walsh, 5-3. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Was ist hier los? 5-3, wir dürfen das nur nicht wieder hergeben. Wie das letzte Spiel. Und das tut mir nicht. Balancing macht den Empty Netter rein. 6-3, Sieg. Somit steht es in der Serie wieder 2-2. Wir werden, oh, Colin Smith fällt erstmal aus und das sehr, sehr lange. Wir werden jetzt mal zusammen schauen, wen wir hier reinstellen. Ah, das tut weh. Aber Dominic Walsh, der ist gut an Fahrt. Kai Darov könnte vielleicht, aber wir werden Böttcher hochziehen. Kelble geht in die vierte. Ich denke, das ist am besten. Und jetzt geht's rein ins nächste Game. Es ist wichtig, ich will, also, ja, Kreuzer 1-0. Warte, ich möchte dann, ja, 1-1 Olsen. 2-1 McMillan und direkt auch Kassel hier zu Hause gut an Fahrt. Und 3-1. Es ist das 2-2, genau. Jetzt würde Kassel gerade 3-2 führen und Matchball und 4-1 Miskowski. Dass den Matchball in Grimmitschau haben. Es wirkt natürlich hart. Jetzt natürlich nochmal zurückzukommen. Willi rudert verkürzt auf 4-2. Und es wäre ein Wahnsinns-Comeback, wenn wir das hier gegen Kassel jetzt noch aufholen. Aber Schwarz macht das 5-2 und ich glaube, das war es eigentlich schon fast. Da lohnt sich nicht mehr viel, irgendwie viel zu geben. Außer, aber ich sag nichts, hier ist alles möglich. Die Mannschaft hat Moral. Wir können nochmal verkürzen. Nur noch 2 Tore hinten und mit dem Schwung jetzt ins letzte Drittel. Und ihr seht ja selber, die Schüsse sind dazugekommen. Kommt, Jungs, irgendwie den Traum des Comebacks vielleicht hinzubekommen. Aber jetzt Powerplay. Wir müssten jetzt treffen im Powerplay, aber treffen nicht. Ja, und ja, Kassel 6-3 somit. Führt jetzt Kassel in der Serie mit 13-2. So, der Kader ist eingestellt. Wir sind bereit und gehen ins vielleicht letztes Spiel will ich natürlich nicht. Ich will dann das 3-3 und ich möchte spielen. Miskowski macht das 1-0. Und Sigmund 1-1. Wichtig. Es ist zu Hause ganz, ganz wichtig, jetzt das Spiel zu gewinnen, weil sonst sind wir raus. Hans Dage macht das 2-1. Jetzt wieder Powerplay. Willi Ruder 2-2. Ganz, ganz stark. Unglaublich, was diese Mannschaft hier an Moral beweist. Also, es ist unglaublich, es ist einfach unglaublich. Zweimal kommst du gegen Kassel zurück und führst jetzt das erste Mal gegen Verbeek. Powerplay 5 gegen 3, 5 gegen 4, Jungs, ja, wichtig. Ich wollte gerade sagen, wir müssen das nutzen, wenn wir Deutscher Meister werden wollen. Böttcher 5-2, überragend, überragend das dritte. Nur nicht jetzt hier den Aschentreffer, ich sag's gerade. Bodner Chuck 5-3. Rein geht's ins letzte dritte, Jungs. Konzentrieren. Es ist ein enges Spiel. Es sind nur 2 Tore Unterschied. Aber vielleicht sind das die entscheidenden Tore von Lukas Böttcher und Winnie Saponari,
die ja zum Erfolg führen. 30-30 Schüsse, jetzt haben wir ein bisschen mehr. Jetzt die letzten Minuten. Und wir haben es, wir haben es. 3-3 steht es jetzt in der Serie. Und jetzt gehe ich in das letzte Spiel zum Matchball und Max Balancing fällt jetzt noch für das Spiel aus. Und das ist, tut natürlich alles sehr, sehr weh. Ja, ne? Die Ausfälle, jetzt Max Balancing, Reiche. Dafür kriegt mir Unterstützung von Bremerhaven. Vielen Dank dafür. Also hoffe ich auch. Und es ist ja unglaublich, unglaublich, wenn wir hier weiterkommen. Und ich werde versuchen, so viel wie möglich hier reinzunehmen, allgemein einfach stark zu spielen, vielleicht für den Traum, für das Schaffen in den, einfach ins Finale, zu Hause. Das wäre einfach unglaublich. Und Junge, was ein Ding, Max Faber jetzt mit dem ersten Konter Valenti. Die lassen uns hier gar nicht viel Zeit, um reinzukommen. Skizzo natürlich in Kassel nochmal natürlich richtig schwierig. Bei so einer guten, also in echt wäre es eine richtig geile Atmosphäre natürlich. Und da ist es natürlich auch sehr schwer. Dadurch, dass wir jetzt das Heimspiel hatten, war das natürlich extrem wichtig, dass wir das ziehen. Es war am Ende eng. Aber wir haben vielleicht das zweite Drittel, vielleicht eine der besten Drittel von uns, die einfach dann so extrem wichtig sind. Preto, Walsh, Schade, Walsh, Lindberg zieht ab und Dattling jetzt am Gestänge, kann ihn nennen. Skizzo bringt den Puck zum Tor, Puenten Maxwell zur Seite weg, da ist Yannick Valenti. Valenti, Preto, super dazwischen, Walsh. Seppelneri zu Preto, Preto zu Hayden Verbeek und Hayden Verbeek auf, Preto glaube ich auf Dominic Walsh, Seppelneri und das Eigentor, Winnie Seppelneri 1-0, ganz ganz stark, wichtiger Treffer zum 1-0 und wieder ist es ein Eigentor von Kassel, unglaublich, oder wieder ist es zum ersten Mal eigentlich, McMillan, Seppelneri und Ladislav Sigmund hat die nächste Chance zum 2-0. Seppelneri, aber Puenten Maxwell sagt hier und nicht weiter. Sörensturm mit dem Schoßkreuzer geht nach Schwarz. Ah, Psycho, Psycho. Ja, nimm die Strafe unnötig da von uns. Und jetzt natürlich Kassel am Drücker vielleicht. Mit dem Powerplay jetzt vielleicht das Ruder rumzureißen. Hatten jetzt noch nicht viele Chancen zu Ole Olef. Ole Olef, Felix Thomas, Felix Thomas, super auf Henry Kaninen, Kaninen, Henry Kaninen und aufs Dach gelegt, überragend gemacht von dem Finn. Und das 2-1 in Unterzahl, überragend, einfach überragend. Es ist einfach krass, 2-0 Führung jetzt hier gerade gegen Kassel und ich glaube, das wäre es ja, wenn Kassel das wieder nicht schafft, hier aufzusteigen und wir dann sozusagen die Mannschaft sind, die sie aufhalten. Walsh zu Skizzo, bring den Puck raus. Ja, hätte man den normalen Schuss oder einfach rauspassen müssen. Christian Keck, Skizzo ganz, ganz stark und Henry Kaninen hinter zu Skizzo, wechseln nochmal schnell durch. Skizzo wird da nicht angegriffen, kann dann natürlich warten. Skizzo, ganz stark. Skizzo auf Ladislav Sigmund. Sigmund. Ja, wir müssen da nicht nach vorne. Ladislav Sigmund zu Tobias Lindberg. 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 Ganz, ganz stark. Lindberg zu Ladislav Sigmund. Schade. Sigmund. Ole Olef sind wieder komplett. Vorne erstmal ganz kurz raus hier. Einfach einmal ganz kurz schnell durchzuwechseln. Jannis Käpe zu Sören Sturm. Sturm zu Willi Rudert. Willi Rudert. Schade. Weber. Sören Sturm da mit einem kleinen Stickfehler oder Schlägerfehler. Sören Sturm zu Tamas Kanya. Kanya setzt sich leider nicht durch. Willi Rudert.
Kanaya ganz stark und da ist Käble, schade. Schade. Käble, oh, Rudert wird er umgehauen, McMillan. Und jetzt Jack Weidner. Sören Sturm, Achtung, Chilin. Super safe. Und jetzt Sören Sturm. Keusen. Breto. Brune, ganz stark. Breto, Brune. Aber ganz stark mit Mann und Maus hier verteidigt. Und jetzt Breto, da ist Geizo nochmal. Marius Geizo hat die Chance. Liegt auf Justin Büsing eigentlich. Vielleicht wäre der Schuster das Bessere gewesen. Völlig egal. 2:0 Führung im ersten Drittel in Kassel. Und wenn das Ergebnis so bleibt, stehen wir im Finale gegen dieselbe Wölfe. Bodnarczak, Faber, ganz stark. Preto, Philipp. Preto, glaube ich, ist sein Vorname. Dominik Walsh, da ist Preto, kann sich gegen Valentin leider nicht durchsetzen. Und jetzt Max Faber, Preto kommt nicht ganz hinterher. Faber, Valentin, super, Oleg Schilin, Preto bringt den Puck hinter zu Dominik Walsh. Und die Stürmer gehen wechseln, Philipp Preto. Preto, super Pass auf Hayden Verbeek, der spielt auf Sepp Bonnery, der Versuch auf Ladislav Sigmund. Weidner, Keck, Christian Keck, Weidner, super. Valentin, Hayden Verbeek ist da, ganz stark. Und jetzt Winnie Sepp Bonnery, bringt den Puck hinter zu Ladislav Sigmund, Bodnarczak, Lowy, Valentin. Super, Seppo Neri. Ja, da Valentin super dazwischen. Verbeek kann sich auch nicht durchsetzen. Die Verteidiger müssten mal wechseln. Und Sigmund ist da. Jetzt können die Verteidiger wechseln. Auch die Sturmreihe dann natürlich. Sigmund. Ladislav Sigmund auf Justin Büsing. Büsing. Ja, schade. Kreuzer hätte ihn drin. Ganz, ganz wichtig. Gregory Kreuzer. Geht nochmal hinterher, aber kann sich den Puck nicht holen. Jetzt Lukas Böttcher. Böttcher hat da viel Platz, aber dann am Ende nochmal gestürzt. Scott Faeser, Büsing, McMillan. Ja, Faeser, Lowy, Faber, McMillan, Kreuzer, schade, McMillan, Keusen, Kreuzer, macht das eigentlich ganz stark, aber Lowy, 2-1. Ja, Oleg Schilin macht den Move vielleicht etwas zu früh. Somit hat Lowy dann etwas Glück, sagt mir es mal so. Kleiner, ja, muss natürlich mal was machen, Oleg Schilin da. Und war leider die falsche Entscheidung, ist ein 50-50-Ding, aber nicht schlimm, Kaninen zu Felix Thomas, der spielt auf Walsh. Walsh auf Kaninen, der Versuch. Jetzt Saiko. Und Walsh nimmt die Strafe, das war unnötig, Brito. Walsh kriegt den Check nicht, Brune. Schilin, mit dem Safe. Ei, das wird jetzt ein harter Stück Kampf. Jetzt natürlich in Unterzahl nochmal, weil sie jetzt getroffen haben. Dadurch vielleicht nochmal mehr Euphorie bekommen haben. Sigmund. Super auf Preto. Preto auf Ladislav Sigmund. Müssen eigentlich wechseln. Sigmund, der macht das einfach überragend. Sigmund, was macht er da mit den Kasslern? Sigmund mit dem Schuss und der ist drin. Ich habe niemals gedacht, dass der drin ist, aber Ladislav Sigmund, es ist möglich. Wieder mit zwei Shorthändern hier. Sigmund, der hat da wirklich, macht sich den Platz und da haut er den Unnersdach perfekt. Maxwell, nichts zu halten gibt es da. Und einfach das 3-1. Überragend, was hier abgeht. Felix Thomas, McMillan, Käble, schade, Tristan Keck, Valentin, wichtig. Und von mir aus kann das Spiel jetzt auch gerne abgepfiffen werden. Wir werden dann einfach weiter
Natürlich wird Kassi jetzt nochmal alles versuchen. Verbauen, da versuchen sie wirklich alles und treffen direkt nach nicht mal einer Minute im letzten Drittel zum 3:2 und jetzt wird es ein heißer Tanz. Super Büsing, Facer mit der Chance zum 4:2. Psycho. Macmillan. Schwartz. Mit der Chance zum nächsten Konter, aber sie kommen nicht durch. Schwartz wird verfolgt von Büsing und Sören Sturm und jetzt nochmal welche. Und jetzt wird auch vom Puck getrennt und jetzt der Konter, 3:3. Weinhausen, aber jetzt ist ein 4:2, aber so stark zurückgearbeitet, wirklich. Lukas Böttcher hat den Puck. Und gehen jetzt natürlich nochmal in die zweite Reihe. Böttcher, oh, sehr riskant, aber hat sich gelohnt. Felix Thomas macht es alleine. Sigmund kann ihn entschade. Und jetzt Brune. Felix Thomas wird gelegt und wichtig, dass es eine Strafe ist. Ich dachte, er ist irgendwie ein Stück hingeflogen. Und das wird natürlich richtig schwer jetzt für die. Kanaya gegen, ich habe gerade den Namen noch nicht gesehen, Hans Dejc. Sie müssen natürlich versuchen, hier irgendwie mehr Druck zu machen. Ladislav Sigmund zu Janis Kelble. Oh, Hans Dejc. Und jetzt der Konter. Nein, er spielt tief. Okay, hätte ich nicht gedacht. Skalzo hat den Puck. Skalzo zu Kaninen. Super, Henry Kaninen, der Neuaufbau. Kaninen zu Willi Rudert. Rudert zu Kaninen. Super Pass. Kaninen zu Rudert. Rudert zu Kaninen. Ah, schade. Jetzt Kassel. Sie werden den Aufbau nehmen. Nehmen sie auch. Better. Müller. Käble. Puck geht raus. Nicht von uns. Kein Icing. Faser geht nach. Gegen Better. Valenti bringt den Puck raus, aber das war der Fehler. Käble schießt neben Tor. Kaninen drin, 4:2 und ich leg mich fest, wir sind im Finale. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Was ist hier los? Und Kassel, die versuchen es jetzt nochmal über Jack Whitner. Whitner, Kreuzer. Ja, ganz stark. Bodnarczak. Und der ist nochmal drin. 4:3. Ich leg mich auf nichts fest. 4:3 steht's. Bodnarczak mit einem blauen Hammer, wenn man es so nennen kann. Zum 4:3. Und was ist hier los? Lindberg gegen Weidner. Komm on, Lindberg. Nein, wir verlieren es. Bodnarczak. Twisten Keck. Skalzo. Puck geht raus. Egal, ob es jetzt Icing ist. Puck ist erstmal raus. 0,7. Jetzt kann ich sagen, wir sind im Finale. Wir spielen gegen die selber Wölfe. Was ein Finale, aber Achtung, erstmal noch Bulli. Und das hat Skalzo super abgefangen und somit Finale gegen die selber Wölfe. Wir hauen Kassel raus. Natürlich großes GG an die Runde auch hier. Kassel gut gespielt. Am Ende hatten wir vielleicht das Quäntchen mehr Glück erzwungen. Überragend. Einfach überragend. Wir hauen Kassel raus. Stehen im Finale. Schaltet dann gerne ein zur nächsten Folge, wenn es heißt Finale gegen selber Wölfe. Ciao.